Hallihallo und willkommen zu einem neuen Temu Haul. Schon wieder ein Temu Haul, aber man sieht es hinter mir, da liegen noch ein paar Pakete rum. Da hole ich mir jetzt eins. Das packen wir jetzt aus. Ich habe noch ein paar. Holen wir ein größeres. So. Adresse machen wir nach unten, dass ich die Adresse zudecken muss. Dann würde ich auch sagen, wir gehen runter auf den Tisch und dann gucken wir mal, was da rauskommt. So, ich habe gerade ein Video aufgenommen, wo ich mein Handy abgefilmt habe. Deswegen war ich so dicht dran gezoomt. Im letzten Video habe ich euch auch gezeigt, wie man Rabattgutscheine sich am besten holt. Und ja, wie man sich halt den günstigsten Rabattgutschein holt und wie man die manuelle Preisanpassung macht. So. Und im vorvorletzten Video habe ich ja gesagt, dass ich von denen hier 6 Stück bestellt habe. Eins war bei der einen Bestellung drin, das heißt, das sind jetzt 5 Stück drin. Aber das ist was anderes. 3, 4, wenn sie mir da was Falsches einpackt. Ja, das ist was anderes. Ja, bei welcher Bestellung waren das dabei? Ich muss jetzt echt gucke, in welchem Paket das drin war. Ja, also wenn man so viel bestellt wie, dann verliert man so langsam den Überblick. So, da war es dabei. Paket 1, Paket 2. Dann müsste es eigentlich aus dem einen Paket zweimal rauskommen. Ja, tatsächlich. Zweimal rauskommen. Sprich, jetzt kommt es nochmal viermal. Packe jetzt nicht aus. Da haben die super günstige 1,18 € zahlt. Da müsst ihr das Video von vorgestern angucken. Da seht ihr auf jeden Fall, wie es auspackt und wie ihr ein paar Taschenlampen da reinpackt. So. Das kommt dann viermal raus. Genau, und da kommt. Bei der Bestellung kommt dann diese Tupperdosen oder das Tupperdosen-Set raus. So, meine Arbeitstasche, was die aktuell haben, ist nicht allzu groß. Deswegen muss ich, wenn ich Tupperfüßler, wenn ich mir Vesper mitnehme, dann ist das immer schwierig, da die passende Tupperdose zum Finden. Und da haben jetzt die zwei Tupperdosen gekauft. Sieht man, dass da zwei sind. Also ist eine kleinere drin, eine größere außer. Für 3,99 €. Ob das jetzt unbedingt der besondere Schnapper war, das weiß ich gar nicht. Aber durch das, dass ich ja einen Rabattgutschein dann auch noch kriegen kann, wie ich den auch hätte auf der Bestellung. Ja, dann habe ich also für 20 € bestellt, 15 € habe ich bezahlt, habe ja dann praktisch nochmal 30% Rabatt drauf gekriegt, oder in dem Fall 25% Rabatt. Dann hier zwei, ja doch recht stabile Tupperdose. Was heißt ja Tupperdose? Kunststoffkonservierungsbox. Aber ja. Also ich weiß nicht, wie es deutschlandweit ist, aber wenn jetzt mir im Schwabenland so eine Dose beschreibe, dann sagen wir eigentlich da immer Tupperdose dazu. Die könnte mit Ach und Krach vielleicht bei meiner Arbeitstasche reinpassen, die auf jeden Fall. Und das kleine, die reicht eigentlich auch. Da mache ich mir zwei belegte Brote rein, tue die halbiere und dann habe ich auf jeden Fall mal Vesper dabei und habe das sauber verpackt,
Wie gesagt, 3,99 € war jetzt wahrscheinlich nicht der Mega-Schnapper, aber etwas, was man auf jeden Fall brauchen kann. So, dann ist noch gekommen aus dem Paket, genau. Das ist auch so eine Faltbox. Ich weiß nicht, Faltbox, das ist ja auf jeden Fall so eine größere Box. Ich zeige es euch jetzt einfach auf dem Monitor. Wir haben auf dem Monitor 90 Liter. Faltbox habe ich 1,43 € gezahlt. So sieht es dann nachher aus. Wenn man Klamotten reinmacht und das halt einfach voll ist, dann formt sich das auch schön. Wenn es natürlich nicht voll ist, dann sieht es ein bisschen lummelig aus. Aber wenn man da einiges in Klamotten reinmacht, dann sieht es doch recht gut aus. Jetzt hier auf dem Foto sieht man, dass es ein bisschen lummelig ist. Und das gibt es auf jeden Fall in verschiedene Größen. Mit 12 Liter, also 125 Liter, ziemlich groß, und mit 90 Liter. So, und die 90 Liter Box, die habe ich. Also sprich, die ist 60 cm oder 58 cm breit und 40 cm tief, und von der Höhe haben wir 35 cm. Aktuell kostet das 1,77 € und die haben zahlt 1,43 € und hat sogar zweimal eine Preisanpassung gekriegt. Also kann ich echt gar nicht sagen, was ich unterm Strich dann nachher gezahlt habe. So 32 Cent Gutschrift habe ich gekriegt. Wir haben hier Gutschrift gekriegt, hier Gutschrift, hier, hier. Also was ich am Endeffekt gezahlt habe, kann ich echt gar nicht sagen. Aber eigentlich müsste ich mehr gekriegt haben, weil das da liegt, glaube ich, aktuell bei 13,99 €. Gibt es aktuelle Preisanpassung? Ne? Und das sieht man auch hier auf dem Monitor. Kann ich einfach draufklicken, Preisanpassung, und wenn irgendwas günstiger war, dann kriege ich sofort als Gutschrift die Differenzen wieder. So, dann haben wir die Tasche, und dann kommt als nächstes diese 12-Fach-Steckdose raus. Da habe ich 15,99 € gezahlt. Ich meine, die kriegt man aktuell für 13. Ja, sogar 19,99 €. Also die Preise, die gehen hoch und runter, wie sie gerade lustig sind. 15,99 € habe ich gezahlt, und ich meine, die hat sie zeitlang auch für 13,99 € gegeben. Gehen wir auf meinen Tisch und dann packen wir das Ding mal aus. Gucken wir mal, wie das überhaupt aussieht. Ich habe bis jetzt auch bloß Bilder gesehen. Aber von Tom habe ich auf jeden Fall auch schon bei Amazon gesehen, aber ja, keine Ahnung, das war mir dann immer zu teuer, und habe gedacht, ja, das brauche ich eigentlich unbedingt. Macht aber auf jeden Fall Sinn, weil die Steckdose gehen alle in eine andere Richtung, und manchmal hat man halt öfter Netzteile, wo ein bisschen größer sind. Und dann kann man die eigentlich dann doch relativ gut einstecken. Man kann auch hier oben auf zwei Sachen Strom separat ein- und ausschalten, was man da ein- und ausschalten kann. Kann ich jetzt sagen, das wird vielleicht für die zwei Steckdosen sei, und der Schalter wahrscheinlich für die zwei Steckdosen und für die USB-Ports. Weiß jetzt nicht. Aber ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Steckdosen. Habe hier dann nochmal 4 USB-Ports, wo ich mit USB irgendwas aufladen kann. Wird halt von der Leistung her, weil die jetzt nicht besonders schnell sei, aber ich habe auf jeden Fall irgendwas, wo ich gerade, so wie jetzt bei mir im Hintergrund, da läuft ja so LED-Leiste. Und da wird der Strom definitiv locker ausreichen. Und dann auch ein Kabel dabei. Wie lang wird das sein? Ich denke mal 1,8 Meter. Aber da kann man ja nochmal geschwind auf den Monitor gehen. Und auf die Steckdose, da startet vielleicht der Kabellänge 1,8 Meter, also
Für was die gezahlt haben, 15,99, dann weiß ich, das hat zur Zeit lang für 13,99 gegeben. Preisanpassung, also ich habe hier 86 Cent Kugelschreiber gekriegt. Und hier habe ich 67 Cent Kugelschreiber gekriegt. Also 1,20 Euro, wenn man runter von 15,99, dann bin ich bei 14, 13, 14 Euro, ja, keine Ahnung, irgendwas zwischen 13 und 14 Euro. Ist jetzt tatsächlich ein schnelles Video, haben wir hatte. Ist mir schon meine Temo-Holzgeige gewohnt, aber bin schon durch. Finde ich cool. Auf jeden Fall so eine Steckdose. Macht Sinn. Eigentlich wollte ich so eine Elektrosache von Temu bestellen, aber wir können jetzt gerade mal gucken, ob da auch das CE-Zeichen drauf ist. Weil das interessiert mich selber. Ja, also CE-Zeichen ist drauf. Der 5 Volt, also USB-Anschluss, hat 2,1 Ampere mit 10 Watt. CE ist drauf. Hier unten hat es dann auch noch so eine Sicherung, wenn es überlastet ist. Also so ein Überlastungsschutz auf jeden Fall auch noch. Und wir können maximal 2500 Watt dann praktisch drauf. Können wir die 220 Volt Netzteile belasten. 2500 Watt ist, denke ich mal, schon ganz ordentlich. Da kann man was anfangen damit. So, jetzt habe ich doch wieder den Zoom in die falsche Richtung dreht. Ich kann hier oben außen Einschalter. Finde ich auch schlecht. Kurzes Video. Das machen wir jetzt nicht noch künstlich länger. Ich habe noch ein paar Pakete zum Auspacken. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn ihr das Video noch nicht anguckt habt, wo ihr euch erkläre, wie man so einen Gutscheincode am sinnvollsten nutzt. Guckt mal das Video von gestern an. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonniere ich kostenlos auf YouTube. Dann seid ihr auch so. Wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss.